Hallo, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit reinschaut bei Imperator Rom, bei unserem Preview Let's Play dieses neuen Paradox Strategiespieles. Falls ihr die erste Folge verpasst habt, habt ihr ernsthaft einige von euch rechts oben Link, einfach draufklicken, Folge 1, ganz viel erkläre ich schon in der allerersten Folge. Und es gibt verflixt viel zu erklären bei diesem Spiel. Wie so immer, Paradox liefert wahnsinnig komplexe, sehr komplizierte Spiele ab, mit denen man viel Freude haben kann, lange Zeit, aber leider kranken die oft daran, dass viele Dinge nicht richtig erklärt werden. Das ist hier schon besser wie bei vielen anderen Vorgängertiteln, aber man muss sich echt reinfuchsen. Ich habe mal so viele Dinge auch schon mittlerweile so gründlich angeschaut, muss aber ganz viel herumpuzzeln, Dinge ausprobieren, immer wieder Save Games anladen, neu laden, versuchen Zusammenhänge zu begreifen. Es gibt zwar ein Dokument, ein Begleitdokument, was ich von Paradox bekommen habe, wo ein paar Dinge bereits erklärt werden. Und man kann ja über die Tooltips und über die Verlinkungen sich einiges anschauen, aber Mann, das ist heftig. Das ist schon ein Brett, dieses Spiel. Und das hängt keineswegs dazu, damit zusammen, ob man jetzt doof ist oder unkonzentriert oder was auch immer, sondern das ist halt ein Spiel, was vom Kult lebt. Und zu dem Kult, das mir über Jahre hinweg immer wieder solche Strategiespiele auch gegen den Mainstream gemacht hat, nämlich gegen die herrschende Lehre, dass solche Spieler auch aufwendige, bunte, knallige Grafiken und eine animierte Spielwelt zu haben müssen, wo die einen reinsaugt per Immersion in die Spielwelt herein. Gegen diesen Trend setzt das Spiel ein bisschen mehr immer noch darauf, einfach eine animierte Tabellenkalkulation zu sein. Das sieht nicht mehr so schlimm aus wie früher, es sieht schon viel, viel besser aus. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren die ersten Spiele aus diesen Reihen gespielt und auch sehr gerne gespielt und teilweise Monate damit verbracht. Und es hat sich viel auch geändert, aber es ist immer noch ein dickes Stück gegen den Zeitgeist. Was allerdings nicht von mir als Totschlagargument gemeint ist. Ich möchte euch nur, falls ihr euch auf diese Art von Spielen einlassen wollt, falls ihr sie noch nicht kennt, und das scheinen ja einige von euch zu sein, dann möchte ich ja von Anfang an einfach mit offenen Karten spielen. Übrigens ein Hinweis noch, kurz nach Release startet bei mir auf meinem YouTube-Kanal ein Community-Projekt, ein Fan-Projekt von vielen Leuten, von euch, die sich sehr auf dieses Spiel freuen. Ich habe ein eigenes Community-Forum, community.writingbull.de, und dort finden regelmäßig Rollenspiel-Multiplayer-Runden statt. Bislang schon 7 zu Stellaris, 3 zu Europa Universalis, 4 und jetzt in Kürze auch eine zu Imperator Rom. Vielleicht möchtet ihr mitmachen. Schaut mal auf community.writingbull.de. Den Thread, den Link auf das Forum findet ihr auch in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube. Und da könnt ihr in unserer Sektion zu geschichtlichen Spielen findet ihr einen Thread zu Imperator Rom, wahrscheinlich demnächst auch eine eigene Sektion, ein eigenes Unterforum. Da findet ihr nach Release Leute, mit denen ihr Multiplayer-Partien zocken könnt, vor Release schon Leute, mit denen ihr euch über das Spiel austauschen könnt, und vor allem das Angebot, euch mit anderen zusammenzufinden, zusammenzutun, um eigenen Videocontent, eine eigene Videorunde für meinen Kanal zu produzieren, unter Anleitung und unter der Organisation mehrerer meiner Community-Moderatoren, die das alles machen. Da spielt man dann eine große Multiplayer-Runde miteinander, erklärt ein bisschen viel, sich untereinander, erklärt auch den Zuschauern, gibt denen eine Einführung ins Spiel, macht er vor allem Rollenspiel auf diesen historischen Karten und versucht einfach eine gute Show abzuliefern. Mehr dazu nach Release bei mir auf dem YouTube-Kanal, und wie gesagt, schaut auch gerne mal ins Forum rein. Ihr könnt auch gerne so Leute wie Zartunar, wie Zakor, Skydiver oder Chipmunk drauf ansprechen. Jetzt aber weiter hier mit diesem Preview Let's Play. Viele Dinge, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Das Tutorial geleitet uns hier durch. Wir haben die Römer übernommen, müssen diese Reihe von Zielen abarbeiten, bekommen jeweils großzügige Boni verpasst, wenn wir das geschafft haben. Die Reihenfolge ist nicht so wichtig. Und wir können auch darüber hinaus natürlich auch uns frei im Spiel bewegen und machen, was wir möchten. Wir beginnen als nächstes, würde ich gerne euch Folgendes machen. Ich würde gerne mit euch zusammen mir den Technologiebildschirm anschauen. Der ist unterteilt in 4 verschiedene Rubriken von Fortschritten, die man erzielen kann. Im Bereich der Religion unten zu sehen, dann bei der Redekunst, bei den zivilen Fortschritten und bei den militärischen Fortschritten. Das korrespondiert, das hängt zusammen jeweils mit diesen 4 Rubriken, die es auch oben gibt, also mit der Militärmacht, mit der Zivilmacht, mit der Redekunst und auch mit der Religionsmacht. Und wir haben bei allem ein unterschiedliches Forschungstempo, wie viel Forschungspunkte insgesamt generiert werden, links lest ihr links oben. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr das Spiel selber spielt, die wichtigsten Dinge sind da oft nicht oben erklärt in dem hellgedruckten Weiß, in der weißen Schrift, sondern darunter in dem, was in einem zarten Grau steht. Der Tooltip, der dort steht, der Erklärtext, ist oft viel hilfeführender, viel hilfreicher beim Reinkommen in das Spiel als die Zahlenangaben weiter oben. Hier wird erklärt,
Und so ist es auch, je mehr Bürger man hat und je glücklicher diese sind, desto mehr Forschungspunkte bekommt man und man kann das auch noch boosten, sich unterstützen durch bestimmte Omen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon eins kennengelernt und durch bestimmte Handelsgüter. Also, und in diesen vier Rubriken gibt es jeweils ein unterschiedliches Forschungstempo. Das hängt damit zusammen, wen man als Forscher eingesetzt hat. Man hat eine Fülle von verschiedenen Persönlichkeiten, die einem zur Verfügung stehen und die man dort einsetzen kann, die man auch unterstützen kann oder die man beleidigen, ausspionieren, als Verräter einkerkern, behandeln kann, wie man möchte. Das gucken wir uns aber später an im Einzelnen. Jetzt geht es erstmal nur prinzipiell darum, dass man halt dadurch, dass man verschiedene Forscher einsetzen kann, um hier dieses Forschungstempo zu beeinflussen. Und ihr seht ja, die Werte sind unterschiedlich hoch. Das sind Erfindungen, die der Reihe nach freigeschaltet werden. Schaut mal links, wir sind im Augenblick auf der Stufe 0 bei den militärischen Fortschritten, woanders auch. Immer dann, wenn man eine Stufe weiterkommt, sprich wenn dieser Balken hier komplett sich gefüllt hat, dann kommen neue Erfindungen dazu, die in diesem Pool hier angeboten werden. Mit jeder neuen Stufe, die man erreicht, werden einem drei weitere Erfindungen angeboten, die hier in dieser Rubrik auftauchen. Um eine dieser Erfindungen anzunehmen, braucht man zu Beginn 100 von diesen Punkten, von diesen Zivilmachtpunkten, die man hier investiert. Später bei den fortgeschrittenen Stufen variiert das, dann braucht man entsprechend mehr von diesen Zivilmachtpunkten, die man ausgeben muss. Die Symbole vorneweg zeigen an, aus welcher Rubrik diese Forschungspunkte kommen. 3 sind hier aus den militärischen Fortschritten, 3 aus der zivilen Branche und so weiter. Zu Beginn lohnt es sich schon, viele von diesen Punkten zu investieren, viele Erfindungen freizuschalten, sind noch vergleichsweise billig und können einem durchaus zu Beginn sofort Fortschritte geben. Und ich zeige euch mal sofort eine Kleinigkeit, die ich falsch gemacht habe in der ersten Folge. Wir hätten das hier sofort machen müssen. Nur ein kleiner Fehler, aber schon so einer, wo man sagt, hätte ich das doch bloß gemacht. Hierarchisches Haruspizium. Wenn wir das sofort freigeschaltet hätten, dann hätten wir dann schon die Omenstärke. Wir haben ja schon einen Omen durchgeführt, in dem wir ein Schwein geopfert haben. Dann hätte die Stärke des Effektes um 5% höher gelegen. Jetzt wird das bei den nächsten Omen der Fall sein. Da klicken wir mal drauf. 100 Punkte geben wir raus und so weiter. Gehen wir von oben nach unten mal weiter. Unsere Triremen, wir haben sowohl auf dem Land Armeen als auch auf der See Flotten, die uns zur Verfügung stehen, sind disziplinierter, also kampfstärker. Im Prinzip, um es mal verkürzt darzustellen, wenn wir hier diese Erfindung oder diese Errungenschaft, ist ja wohl die bessere deutsche Übersetzung, professionelle Seeleute freischalten. Bei der Arbeit lernen, eine frisch rekrutierte Trämer oder ein anderes später frisch rekrutiertes besseres Seeschiff, besseres Kriegsschiff, beginnt mit einer größeren Erfahrung und mit besserem Kampf, ist besser im Kampf. Militärhandwerker, die Forschungsgeschwindigkeit in dieser Rubrik, hier links zu sehen, wird um 5% erhöht. Im Augenblick bei 100%, passt bitte auf, was jetzt passiert. Jetzt sind es 105%. Standardisierte Maße, der Handelswert steigt, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei Paradox-Spielen. Schaut mal bitte nach links oben, die Werte, die dort stehen, die verändern sich monatsweise. Das heißt, der Schatzkammerbestand, den wir absolut haben, die über 10.000, die wir haben, die verändert sich natürlich mit jeder Aktion, die wir durchführen. Wenn wir Geld ausgeben oder Geld erhalten, verändert sich das. Aber die monatliche Bilanz und auch das, was dort an Werten angezeigt wird, an Steuern oder an Handelseinnahmen oder an Armeeunterhaltskosten im Monat, das verändert sich immer beim Monatswechsel. Das heißt, wenn wir das jetzt hier einsetzen, die standardisierten Maße, die Veränderung der Handelswerte und das, was wir dann zusätzlich bekommen werden an besseren Werten, das wird erst beim Monatswechsel dann angezeigt werden. Dann investieren wir noch in die Steuern, funktioniert auf ähnliche Weise. Stammesreserve ist für uns jetzt nicht ganz so wichtig in diesem Fall. Dann holen wir jetzt noch Beziehungen verbessern. Immer wenn wir diese Aktion durchführen, kostet es 20% mehr. Ach, das machen wir später, wenn wir die Aktion auch wirklich durchführen. Im Augenblick habe ich das nicht vor. Warum, zeige ich euch nachher. Anspruch fingieren ist auch im Moment nicht nötig, kann man sich auch später holen. Das ist schon jetzt eine wichtige Sache, diplomatische Reputation. Andere Reiche schauen positiver auf einen. Bruderschaftsschwur,
Armeen verlieren bei Kämpfen an Moral, wenn sie Einheiten verlieren, wenn sie unter Druck geraten, und diese Moral erhöht sich dann über Zeit wieder und die erhöht sich schneller. Wenn wir das hier freigeschaltet haben, das holen wir uns schon sehr bald, sind wir ohnehin in Kämpfe verwickelt. Und dann Kräuterkunde, die allgemeine Forschungsgeschwindigkeit wird ebenfalls erhöht. So, schöne Geschichte. Das haben wir jetzt alles freigeschaltet, wir gehen wieder raus. Das nächste, was ich gerne machen möchte, wird auch vom Tutorial uns vorgeschlagen. Allerdings ein bisschen weiter unten, importiert Fisch nach Latium. Das ziehe ich mal vor. Und wie gesagt, die Reihenfolge ist egal, denn das ist eine Sache, die sollte man sich von Beginn an einfach automatisch vornehmen. Wenn man eine Partie startet bei Imperator Rom, immer eine der allerersten Sachen, die man machen sollte, immer checken, ob irgendwo noch offene Handelsrouten sind, insbesondere solche in der Hauptstadt. Denn wenn man einen Import durchführt in der Startprovinz oder in der Hauptstadt, die man hat, dann bekommt man dadurch noch einen potenziell, möglicherweise noch einen ganz besonderen, einen Hauptstadtbonus. Schaut mal bitte hier beim Eisen. Wir verfügen über Eisen in der Provinz Latium. Und deshalb, weil das hier auch für in der Hauptstadt gilt, dass wir hier einen Überschuss haben, das ist so unten im Tooltip, wird das angezeigt, haben wir noch einen besonderen Bonus. Und dieser Bonus gilt dann für das gesamte Land, für das gesamte Römische Reich, für alle Provinzen, unsere schwereren Infanterien, über die wir haben, also die Principes-Truppen. Davon haben wir 5 im Augenblick, 5 Kohorten. Die kämpfen besser, Disziplinwert um 10% erhöht. Und das gilt auch hier für den Wein, da ist es ganz wichtig. Zufriedenheit freier Männer, das ist eine von 4 Bevölkerungstypen, die wir haben, um 1% erhöht. Also das ist eine wichtige Geschichte. Wir haben hier Handelsrouten, die werden jeweils angezeigt, wie viele Handelsrouten man hat pro Provinz. Über welche Provinzen es gibt, sieht man in der Minimap entweder hier. Das ist so das Simpelste, wo man, glaube ich, am einfachsten mit zurechtkommt, wenn man seine Welt kennenlernt. Das hatte ich euch zu Beginn schon gezeigt. Die politische Übersicht, alles, was römisch ist, ist in dem Fall rot markiert. Wir haben eine Provinz, das ist die zweite positive Ansicht, die sehr hilfreich ist. Das ist diese hier. Alle Provinzen, in denen wir teilweise, in denen wir Städte haben, die werden hier mit diesen großen Schildern angezeigt. Das ist die Provinz Latium hier, die aus vielen kleinen Städten besteht. Und wenn ihr das nochmal vergleicht bitte mit der politischen Ansicht, seht ihr, dass wir diese Provinz komplett haben. Also alle Städte, die es in der Provinz gibt, gehören wirklich komplett uns. Nochmal der Wechsel hier rüber, dann sieht man das deutlicher. Das gilt für die anderen Provinzen nicht. Das hier ist die Provinz Etrurien. Hier einen Blick auf die politische Karte zeigt uns an, dass wir nur das hier haben. Das gehört uns, diese Stadt in Etrurien, alle anderen Städte gehören uns nicht. Dann der besseren Übersicht halber noch einen Blick auf Aternum, auf diese Provinz. Und hier haben wir, es gibt übrigens auch unpassierbares Terrain, da kann man so viel klicken, wie man will, da passiert gar nichts. Das war zu dieser Zeit halt noch unpassierbar, das war Hochgebirge, ist Hochgebirge. Und dann nochmal einen Blick auf die Provinzen Aternum. Und ihr seht mal, ihr seht hier, welche Provinzen da uns gehören. Ihr seht, die Farbunterschiede ist leider nicht so gut zu erkennen hier bei diesen benachbarten Provinzen. Das hier ist eine Aternum-Provinz, eine Stadt, die uns gehört, und diese ebenfalls. Wenn wir auf eine beliebige Provinz draufklicken, seht ihr links eine Übersicht aller Städte, die zu dieser Provinz dazugehört. Und anhand der Wappen, die vorne zu sehen sind, kann man leicht nachvollziehen, welche Stadt welchem Reich verfügt. Also wir haben in dieser Provinz, die vielen verschiedenen Reichen gehört, 2 Städte, die uns gehören. Das ist diese hier, Penul Peltuinum, und diese hier, Fucens. Und diese hier gehört einem anderen Reich. Ein Klick darauf schickt uns dorthin. Hier hat ein anderes Reich gleich 2 und so weiter und so fort. Darüber ist das hier ganz gut zu sehen. Und die Zahlen, die ihr vorne wiederum seht, das ist die Anzahl von Bevölkerungseinheiten in einer solchen Stadt. Auch hier schauen wir uns das gerne zu Beginn mal an. Entschuldigt, es gibt zu Beginn so viel zu erklären, es macht einfach keinen Sinn, einfach drauf loszuspielen. Ich habe immer noch nicht die Pause rausgenommen, aber es macht einfach keinen Sinn, hier drauf loszuspielen, ohne dass ihr überhaupt kapiert, worum es hier geht. Ich erkläre nur das Allerwichtigste zu Beginn, aber auch selbst das ist einfach bei den Paradox-Spielen einfach verflixt viel. Wir haben hier 10 Bevölkerungsgruppen in dieser Provinz, 4 Bevölkerungstypen. Es gibt Bürger, es gibt freie Männer, es gibt Stammesmitglieder und es gibt Sklaven. Ganz pauschal, ganz grob gesagt. Die Bürger helfen einem bei der Forschung und verbessern die Handelseinnahmen, die man bekommt. Also eine der beiden Quellen, aus denen man Gold generiert. Das eine Steuern, das andere ist Handel.
Bei dem Handelswert helfen einem die Bürger. Darunter die freien Männer, die helfen einem eigentlich nur bei einen Sachen. Geben einem mehr Rekruten, sodass man einen größeren Pool hat, aus dem man Einheiten zusammenstellen kann. Je mehr freie Männer man hat, desto größer sind die Armeen, die man potenziell aufstellen kann. Die Stammesmitglieder helfen bei zwei Sachen. Zum einen unterstützen die auch die Rekrutenreserve, genau wie die freien Männer. Zum anderen generieren sie einem ein bisschen auch Steuereinnahmen, allerdings nur waren nicht so unfassbar viele. Und dann haben wir hier noch die Sklaven, die vierte Bevölkerungsgruppe, und die geben einem einfach Geld, weil die haben keine Rechte, die können auch nicht kämpfen, die können auch nicht forschen, zumindest lässt man sie nicht forschen, aber die kann man gnadenlos ausbeuten und deshalb erhöhen sie die Steuereinnahmen, nicht die Steuern, die sie selber zahlen, aber die Steuern, die ihre Besitzer, ihre Eigentümer entrichten müssen für sie. Der Besitz von Steuern, von Sklaven wird versteuert. Und das sollte man sich immer gut anschauen in jeder einzelnen Provinz, was man da hat, denn je nachdem, man kann verschiedene Typen von Gebäuden bauen. Vier stehen einem zur Verfügung, Kornspeicher, Festungen, Trainingslager und Marktplätze. Die steigern jeweils bestimmte Dinge und da sollte man sich gut überlegen, was hilft, was sollte man in jeder Provinz jeweils bauen, denn es gibt ein Gebäude-Limit, das man hat. Man muss sich gut überlegen, was passt zu welchem Bevölkerungstyp, aber auch das schauen wir uns später an, das nun so mal als kleiner Spoiler vorneweg. Jetzt könnten wir auch die anderen Provinzen noch weiter durchgehen, aber ich stoppe das jetzt mal. Wir beginnen mal damit, dass wir hier Handel betreiben wollen. Das wird hier auch in der Forschung angezeigt. Wir sollen Fisch nach Latium importieren. Das ist die Provinz Latium, die wir komplett haben. Hier gehen wir in die Handelsroutenübersicht rein. Hier oben ist die Liste aller Handelsgüter, die man hat. Jede einzelne Provinz gibt einem ein Handelsgut. Also zum Beispiel, jede einzelne Stadt. Ich klicke mal auf diese Stadt hier beispielsweise drauf. Das ist die Stadt Tibur. Und da seht ihr hier links, die gibt einem Getreide. Diese Stadt hier gibt einem Pferde. Diese Stadt hier gibt einem Holz. Und all die tauchen auch hier oben in dieser Liste auf. Wir gehen in die Handelsrouten rein. Gehandelt wird immer von einer Provinz, also nicht von einer einzelnen Stadt. Das sind die strategischen Ressourcen, mit denen Handel möglich sind. Das sind die Wachstumsressourcen, die Bevölkerungsressourcen, die Militärressourcen und die gut sind für Wirtschaft und Technologie. Unten sind die Handelsrouten aufgelistet, die wir im Moment in dieser Provinz haben. Es handelt sich um eine Importroute, die wir haben. Wir importieren aus Sikulien nach uns, nach Latium hin, und wir importieren Getreide. Das verzollen wir, dadurch bekommen wir 0,22 Gold pro Runde. Und wir werden gewarnt, wenn wir das abbrechen würden, würden wir einen Hauptstadtüberschuss verlieren, denn in dieser Provinz haben wir halt sehr viel Getreide und dafür haben wir einen Bevölkerungswachstumsüberschuss in der Hauptstadt, der dann reichsweit gilt, Ressourcenreserve erhöhte, also eine wirklich schöne Geschichte. Nochmal rein in den Handelsroutenbildschirm. Das Tutorial empfiehlt uns, Fisch zu holen und würde uns dafür auch eine fette Belohnung geben. Links seht ihr es im Tutorialbildschirm, was wir dafür bekommen. Wenn wir das geschafft haben, bekommen wir 200 Religionsmachtpunkte geschenkt. Die wollen wir natürlich nicht verlieren. Rein hierhin, rein in die Handelsrouten. Fisch, die das grüne Häkchen heißt, hier können wir eine Handelsroute überhaupt durchführen. Die gar nicht gehen, da ist ein rotes X. Neben jeder dieser Güter steht noch links. Pardon, ich klicke mal hier auf den Fisch drauf. Und dann sind alle Länder, alle fremden Provinzen, aus denen wir importieren könnten, sind grün aufgelistet mit einem grünen Symbol. Wenn man runterscrollt, diejenigen, wo es nicht geht, mit einem roten Symbol. Warum man mit ihnen Handel treiben kann oder nicht, es wird eine Summe berechnet. Faustregel ist, es gibt positive Werte, grüne, und es gibt negative Werte, rote. Und die Summe davon, die muss halt positiv sein. Es muss einen positiven Grund geben, einen grünen Grund mehr als einen roten Grund, der aus Sicht dieses potenziellen Handelspartners dagegen spricht, dass sie mit uns Handel treiben. Da geht es um so Sachen wie beispielsweise die diplomatische Reputation, also das Land oder das Reich, zu dem diese Provinz dazugehört. Wie denkt das über uns? Das kann man sich im Diplomatiebildschirm anschauen, überprüfen, den schauen wir uns dann später an. Achtung, wenn man das Tutorial spielt, ihr seht es unten, das übersieht man schnell. Wir haben
solange das Tutorial läuft, einen Bonus von plus 40 bei diesen Gründen. Das ist natürlich ein fetter legaler Cheat. Das heißt, wir können eine Fülle von Handelsaktionen durchführen, die wir normalerweise niemals durchführen würden. Einfach wegen diesen plus 40. Ich finde das persönlich ein bisschen heftig. Das will ich auch nicht nutzen. Ein anderer positiver Grund, warum die mit uns Handels treiben, ist allen Ernstes nicht interessant. Das heißt, ach nö, da sprechen keine politischen Gründe dagegen. Was soll's, kann man ruhig mal machen. Und dann haben die eine negative Meinung über uns, das ist minus 5, das steht weiter unten und es gibt halt in Summe ein 46, das seht ihr in der Mitte, wir benötigen mindestens, ist da erklärt, einen positiven Grund mehr als negative, 46, halt 51 plus minus 5, 46 mit den könnten, können wir halt handeln. Und wenn man da die 40 abzieht, die das Tutorial gibt, dann ist das alles okay. Wo Histre liegt, das wird vom Programm leider nicht so super gut angezeichnet. Wenn man weit rauscrollt, dann sieht man alle Länder, die hier in der Liste stehen, hier aufgelistet. Und das Blöde ist, wenn man hier einmal draufklicken würde, ich mache es jetzt nicht, dann wird einem wird die Karte nicht etwa auf das Land... Ja, darüber kommt man zu dem Diplomatiebildschirm des entsprechenden Landes hin. Ja, das jetzt sind wir leider wieder rausgeflogen. So, wenn man mit der... es werden alle angezeigt und man muss ein bisschen wissen, wo es ist. Also Histrin, das liegt hier. Das ist leider, wenn man dicht rangeht, wechselt, ist es immer noch nicht so super gut lesbar. Also hier ist halt Histrin. Im früheren, aus heutiger Sicht im früheren Jugoslawien. Und das kostet uns 25 von diesen Punkten hier, von den Zivilmachtpunkten, um eine solche Handelsroute abzuschließen. Wenn ihr mal unten weiter runter scrollt, seht ihr, dass es ein Einheitswert ist. Das heißt, es beträgt immer 25 Diplomatiepunkte. Überlegt euch gut, welche Handelsroute ihr annehmt. Wenn es zum Beispiel ein Handel ist mit einer Macht, wo ihr wisst, die überfallen wir sowieso in Zukunft oder da werden wir bald furchtbar schlechter... ein furchtbar schlechtes diplomatisches Verhältnis haben, dann lasst es, weil diese Punkte auf gut Glück einfach nur so rauszuhauen, das macht wenig Sinn, man bekommt monatlich so wenig dazu. Also wir importieren Fische aus Histrin, bekommen dafür 0,22 Gold pro Runde dazu. Habe das jetzt gemacht. Ihr seht hier die Boni, die wir bekommen, ein Bevölkerungswachstumsbonus lokal in der Provinz Latium, 0,05 mehr, klingt wenig, ist aber viel und zusätzlich bekommen wir noch für die gesamte Nation einen Zufriedenheitsbonus bei den freien Männern, also bei einer dieser vier Gruppen von plus 5%. Das ist eine ganze Menge, denn wenn eine dieser vier Bevölkerungsgruppen, wenn die richtig unzufrieden werden, schaut mal bitte in den... Steht das hier im Tooltip drin? Na, hier leider nicht. Also wenn die Zufriedenheit halt zu sehr absackt, dann können die rebellieren und das ist nicht gut. So, jetzt haben wir diesen Handel hier abgeschlossen. Wie gesagt, am Anfang alle Handelsrouten nützen, die man hat. Wir gehen hier nochmal rein. Hier steht auf Fisch nochmal, der Vorteil wird hier aufgelistet. Wir gehen in die... Achso, wir haben nur den Bevölkerungswachstum lokal hier. Wir haben noch keinen Hauptstadtüberschuss. Der wurde uns eben nur, wir wurden eben darüber informiert, was wäre, wenn wir den hätten. Wir haben den natürlich noch nicht. Das ist nicht so wie hier. Dann gehen wir in die Handelsrouten wieder rein. Ich habe mir das alles mal vorab angeschaut, was möglich wäre und würde gerne mit euch Holz handeln. Oben ist es aufgelistet. Wenn wir... Da werden verschiedene Länder aufgelistet und ich würde das gerne mit Dalmatien machen. Wir bekommen dadurch der Überschuss in der Provinz beträgt plus 3% mehr Steuern, die wir dann bekommen. Wenn ihr mal in den in das Verhältnis zu dieser Provinz hinschaut, dann seht ihr, selbst wenn man die plus 40 Cheat-Punkte für das Tutorial abzieht, haben wir immer noch plus 1. Da fühle ich mich wohl mit, das ist alles gut, das kann man machen. Ich mache das mal, das ist sofort durchgeführt und wir schauen jetzt mal hier hin. Wir hatten vorher schon ein Holz, das wurde uns durch eine, also es ist hier oben Dalmatien halt, hier oben. Wir hatten vorher schon ein Holz hier in unserer Provinz. In unserer Provinz und jetzt haben wir einen Überschuss und... da das für die Hauptstadt gilt, haben alle unsere Trireben jetzt zusätzlich noch, also reichsweit, einen Bonus von 10% auf ihre Disziplinwerte. Sie kämpfen also besser. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Okay? Und wieder raus.
Das nächste, was ich gerne mit euch machen würde, wir schauen uns mal wieder die Tutorial-Ziele an, die wir hier haben. Wir heben ein paar Schiffe aus. Das sind die Triremen hier. Und es gibt drei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Nee, wir machen vorher noch was anderes. Ich gehe vorher mit euch in die Militärtraditionen rein und zeige euch das mal zuerst. Das ist hier. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Das sind drei Spalten. Man arbeitet sich von oben nach unten durch. Das heißt hier zum Beispiel, wenn man das freigeschaltet hat, dann ist als nächstes das freischaltbar und so weiter und so fort. Man investiert jeweils dafür Militärtraditionspunkte. Das korrespondiert mit der virtuellen Ressource hier links. Das sind ja die vier Ressourcen Militärmacht. 1200 haben wir zu Beginn. 800 geben wir aus an Kosten, um das hier freizuschalten. Oder um das hier freizuschalten oder um das hier freizuschalten. Wenn wir das hier freischalten würden, bekämen unsere leichten Infanterien, wären die besser in der Defensive. Die Krux ist nur, wir haben gar keine. Ich zeige euch das mal am Beispiel dieser Legion. Das ist die einzige Truppe, die wir überhaupt haben im Augenblick, oder die einzige Armee, die wir aufgestellt haben. Das hier sind nur verfügbare Söldnerarmeen, die wir anheuern könnten. Das hier ist unsere eigene Legion. Die findet man sehr schnell über diese Übersicht hier, über den Outliner. Da werden einem die Armeen, die Flotten, die Charaktere, die man kommandiert, angezeigt. Ich klicke mal auf die Legion drauf. Also man kann auch mal weiter weggehen und dann draufklicken. Dann seht ihr, wie man dahin ploppt und dann wird einem die angezeigt. 15 Kohorten hat diese Armee. Es sind 5 Bogenschützen-Kohorten, 5 schwere Infanterie-Kohorten und 5 leichte Kavallerie-Kohorten. Jede dieser Typen bewegt sich unterschiedlich schnell. Die Summe, das Tempo, das insgesamt hat, mit der sich die Armee bewegt, richtet sich natürlich an dem Bewegungstempo der langsamsten dieser Einheitentypen oder dieser Kohorten, die innerhalb dieser Armee vereint sind. Und die haben jeweils spezifische Boni oder Mali gegen andere Einheitentypen. Wenn man hier links auf dieser Einheitentypen-Ansicht draufschaltet, da kann man wechseln zwischen den beiden, dann wird einem angezeigt, alles, was überhaupt im gesamten Spiel möglich ist und verfügbar ist. Zum Beispiel kann man auch Kriegselefanten rekrutieren. Hätte man Elefanten. Also Elefanten sind ein Handelsgut, das man erst importieren muss oder über das man in einer Provinz verfügen muss von Natur aus, sodass man dann Kriegselefanten auch rekrutieren kann. Das gilt auch ähnlich beispielsweise für berittene Bogenschützen oder vielleicht die Kavallerie, da braucht man Pferde für. Oder hier links Kamelkavallerie beispielsweise, dafür braucht man, richtig geraten, Kamele. Ich mache nur mal, erinnere nochmal die Übersicht, dann seht ihr die hier auch tatsächlich in unserer Armee zur Verfügung stehen. Von jedem dieser drei Typen haben wir jeweils 5. Die haben spezifische Boni im Kampf oder auch Mali. Also unsere leichten Kavallerien sind besser im Kampf gegen Bogenschützen. Da seht ihr einen grünen Wert. Würden wir dagegen mit den Bogenschützen gegen schwere Kavallerie kämpfen, hätten wir einen Malus. Manche dieser Typen, hier zu sehen bei der schweren Infanterie, haben zusätzlich noch spezielle Sondereigenschaften oder zusätzliche besondere Sondermali oder Sonderboni. Hier zum Beispiel Moralschaden erhöht, Zermürbungsgewicht, ein Malus kann stürmen. Das sind alles Sachen, die schauen wir uns später an. Das wird jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall. Die drei haben wir. Wenn ihr euch die Feinde mal anschaut, die sich gegen uns sehr potenziell richten, schaut mal bitte hier auf den Tooltip. Das sind unsere kommenden Gegner, die man in der Nähe überall sieht. Dann seht ihr, die haben alle Bogenschützen oder, das Schildsymbol zeigt, es nur leichte Infanterie zur Verfügung. Das wären unsere typischen Gegner sein. Deshalb nochmal zurück zum Militärbildschirm. Macht es meiner Meinung nach wenig Sinn, zu klicken auf leichte Infanterie und deren Defensive zu verstärken, weil wir haben ja gar keine leichte Infanterie unter unserem Kommando. Wir haben nur zur Verfügung bei dieser Armee hier, meine Güte, Bogenschützen und schwere Infanterie und leichte Kavallerie. Also nochmal, deshalb wird uns das überhaupt nichts helfen. Hier würden wir die Moral unserer Triremen verbessern, das heißt, sie würden länger kämpfen, gute Sache. Aber das finde ich persönlich noch wichtiger, wenn die erstmal in Nahkämpfe verwickelt werden oder in Landkämpfe. Deshalb will ich mir das hier holen. Das verbessern wir, geben viel Geld dafür aus und der Bonus gilt. Und jetzt müssen wir eine ganze Weile noch sparen, bis die nächste Militärtradition freigeschaltet ist. Dafür müssen wir eine Weile dauern, das wird eine Weile dauern und die ist auch jeweils teurer als die vorigen. Die sind und so weiter und so fort. Aber da brauchen wir jetzt länger für. So,
Schon fast eine halbe Stunde um. Unfassbar. Ich mach mal eine Pause, weil ich auch denke, mehr kann ich an Wissen in eure Köpfe gar nicht reinstopfen. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, dass ich nicht einfach wüst drauf losspiele und Tempo rausnehme, sondern erst euch mal so ein paar grundlegende Sachen erkläre. Anders geht es meiner Meinung nach nicht. Ansonsten wird es hier wüst einfach drauf losspielen und ohne Sinn und Verstand macht keinen Sinn. Alles klar? Nächste Folge kommt bald. Liebe Grüße. Bis dann. Euer WB.